Für die Söldner hat das lange Warten endlich ein Ende. Wird die Stadt im Sturm erobert, darf sie geplündert werden, so das Kriegsrecht. Und in Magdeburg wartet reiche Beute. Georg Ackermann wird später niederschreiben: Vor dem Sturm hatte der General allen Soldaten und Offizieren guten rheinischen Wein ausschenken lassen, der auch eine gute Courage gab. Um 7 Uhr wird zum Generalsturm geblasen. 6 Kanonenschüsse der Hauptbatterie in die Magdeburger Neustadt sind das Signal für alle zum Angriff. Kapitän Georg Ackermann ist mit seinen Leuten ganz vorn mit dabei. Da war ein solches Donnern und Krachen von den Musketen, Feuermörsern und Kartaunen, dass niemand etwas hören noch sehen konnte. Und da uns der Nachschub direkt folgte, so war der ganze Wall schwarz von Volk und Sturmleitern bedeckt. Nur ein Gedanke treibt die Söldner vorwärts. Beute. Jetzt oder nie. Noch nie hat jemand eine Stadt dieser Größe im Sturm erobert. Tillys Söldner sind zu allem entschlossen. Hochmütig hat sich Magdeburg auf seine dicken Mauern verlassen. Niemand hat zu dieser frühen Stunde noch mit einem Angriff gerechnet. Der Feind kam hier über die Hohe Pforte und mit der Reiterei um das Bollwerk herum in Richtung Fischertor. Zu dieser Zeit nun war Dietrich von Falkenberg, der schwedische Stadtkommandant, hier im Rathaus immer noch damit beschäftigt, den Magdeburger Rat davon zu überzeugen, dass Durchhalten die einzige Maxime sein könnte. Und es gab die paradoxe Situation, dass hier bereits gekämpft wurde, hier die feindlichen Soldaten schon in der Stadt standen und dort Dietrich von Falkenberg die nahe Rettung durch Gustav Adolf in Aussicht stellte. Tillys Söldner nutzen den Überraschungsmoment. Sie wissen, hat sich in Magdeburg erst einmal der Widerstand organisiert, ist es schier unmöglich, diese mächtige Stadt zu erobern. Endlich blasen die Wächter auf den Kirchtürmen Sturm und hissen die Kriegsfahne, die damals noch weiß ist. Gleichzeitig wird den Ratsherren gemeldet, der Feind ist schon in der Stadt. Sie haben zu hoch gepokert und alles verloren. Büßen müssen es die Zivilisten, die Familien, Frauen und Kinder. Jetzt gilt es zu retten, was noch zu retten ist. Noch haben die Söldner erst einen Teil Magdeburgs erreicht. Doch ihr Kampfgeschrei schallt bereits durch die ganze Stadt. Panik erfasst die Menschen. Nach 13 Jahren Krieg wissen sie, was ihnen bevorsteht, wenn die Soldateska erst einmal ihre Häuser erreicht hat. Daniel Friese wird sich später erinnern: Man konnte wegen des übergroßen, ungewöhnlichen Schießens leicht ahnen, dass es sehr gefährlich würde. Wir Kinder aber beteten unterdessen und flehten zu Gott, dass er uns gnädig erhalten wolle. Doch noch ist nicht alles verloren. Nach der ersten Überraschung formiert sich schnell erbitterter Widerstand. Mit dem Mut der Verzweiflung werfen sich die Bürger den Söldnern entgegen. Immer wieder können sie die Angreifer zurückdrängen. Das Fechten in den Gassen,
welche zum Teil mit Ketten bezogen waren, hatte unsere 9 Sturmkolonnen, jede 3000 Mann stark, dermaßen abgemattet, dass wir kaum noch japsen konnten. Ketten, Fußangeln, Feuertöpfe, mit allen Mitteln wird in den engen Gassen gekämpft. Es wurden Keramikgefäße gefertigt, die mit Fußangeln gefüllt waren. Das waren also ganz kleine, einfache Tetraeder aus Schmiedeeisen. Sehr einfach in der Herstellung, aber auch wunderbar in der Wirkung. Solche Tetraeder zum Beispiel konnte ein Schmied zu Hunderten herstellen. Diese Teile dann in ein Gefäß gefüllt, ähnlich wie dieses hier. Die wurden dann eingebracht. Und diese Tetraeder mit einem Gemisch aus ungelöschtem Kalk noch versehen. Dieser Topf wurde dann mit Leinen zugebunden und über die Festungsmauer geworfen. Beim Zerplatzen wurde die Luft angereichert mit diesem ungelöschten Kalk, der schlagartig natürlich verätzende Wirkungen auf den Schleimhäuten erzeugte. Und überall in der Wiese um die Festung oder sonstiges lagen dann diese Tetraeder, die natürlich wie Tretminen wirken bei Mensch und Tier. Der Widerstand der Magdeburger ist unerwartet heftig. Georg Ackermann erhält den Befehl, mit seinem Trupp einzelne Häuser anzuzünden. Die Bürger sollen löschen, nicht kämpfen. Es wollte sich aber kein einziger Bürger von den Waffen zum Löschen begeben, sondern sie fochten an allen Enden der Stadt unaufhörlich und verzweifelt weiter. Doch 2 Stunden nach dem ersten Angriff müssen die Magdeburger aufgeben. Beutegier und Rache treibt die Söldner vorwärts. Die erbitterte Gegenwehr der Zivilbevölkerung hat ihre Wut noch angestachelt. Es gibt jetzt kein Halten mehr. Keine Tabus. Augenzeugen berichten. Unter solchem Wüten sind viele tausende unschuldiger Männer, Weiber und Kinder kläglich hingemordet und auf vielerlei Weise erbärmlich umgebracht worden. Bei ihren toten Müttern liegende und kläglich wimmernde Säuglinge wurden mit langen Spießen durchstochen, lebendig daran steckend und schreiend gleichsam im Triumphe auf den Gassen herumgetragen und endlich in die Flamme geschleudert. Also hier fliegen Sicherungen raus, salopp gesprochen. Dass es hier überhaupt zu diesen Massakern kommt, ich denke, das ist der Punkt ist die verweigerte Kapitulation. Dass man wirklich stürmen muss, dass man nochmal Blutzoll zahlen muss. Dass die Söldner gezwungen werden, nochmal gegen diese Mauern anzurennen, irgendwie diese Mauern zu überwinden. Das ist, glaube ich, der Punkt. Die tragen auch ihre Haut zum Markte und müssen alles noch mal riskieren. Haben dann Wochen und Monate in den Laufgräben zugebracht und müssen jetzt noch mal stürmen. Noch mal praktisch in die Musketen, das Musketenfeuer hineinlaufen. Und dass die dann richtig wütend sind, in ihrer Rage alles niedermachen und dann auch keine Solidarität mehr kennen, das ist, glaube ich, nur durch diese Wut des Augenblicks nachvollziehbar. Fliehen oder ausharren? In letzter Verzweiflung beginnen die Eltern Daniel Frieses, die Einrichtungen zu zertrümmern, als wären sie bereits geplündert worden. Ein Täuschungsmanöver, um die Familie zu retten. Es sah aus, als ob die Furien da drin getobt hätten. Nicht lange danach schrien die kaiserlichen Soldaten in den Gassen.
all gewonnen, all gewonnen, und schlugen an die Türen wie lebendige Teufel. Wir armen Leute wären in den Häusern fast vor Angst gestorben. In ihrer Panik fliehen die Menschen vor der mordenden Soldateska in alle Richtungen. Es gibt nur zwei wirklich sichere Orte in der Stadt: den Dom und das Kloster unserer lieben Frauen unter der Obhut katholischer Mönche. Einer von ihnen hat später alles aufgeschrieben. Das Kloster, der Kreuzgang und die Zimmer waren so voll, dass man sich nicht rühren noch wenden konnte. Aber den meisten Frauen hatten die Soldaten die Kleider ausgezogen, dass sie sich kaum bedecken konnten. Dazu waren nur wenige mit Ehren und ungeschändet von den Soldaten weggelassen worden. Wer es sah, dem ging es zu Herzen. Und er musste Mitleid mit ihnen haben. Die Frieses hoffen noch, dem Massaker zu entrinnen, nur irgendwie mit dem nackten Leben davon zu kommen. Die Soldaten schrien und tobten in unserem Haus wie die bösen Geister. Durch die Ziegel sahen wir, wie unsere Nachbarn, die armen Leute, geschlagen, geredet und gemartert wurden und sahen uns alle in der Stunde des Todes. Ein Gemetzel, so erbarmungslos, dass es sogar einigen von Tillys Offizieren zu viel wird. Doch Tilly weist sie zurück. Der Soldat, sagt er, muss etwas haben für seine Gefahr und Mühsal. Da brach ein großer Sturmwind aus. In der Stadt brannte es an allen Orten, dass es weder Rettung noch Hilfe gab. Aber den Herrn General Tilly jammerte nur die schöne Domkirche und er ließ alsbald 500 Fußsoldaten zum Löschen abkommandieren. Während das Feuer die Stadt verschlingt, geht das Plündern und Morden weiter. Doch es geschehen auch Wunder. Das Pfarrarchiv im thüringischen Mühlhausen hütet einen besonderen Schatz, das wohl eindringlichste Zeugnis der Katastrophe, die Magdeburger Blutbibel. Dieses Buch war nicht nur im übertragenen Sinne gute Wehr und Waffen, sondern es diente Pastor Andreas Kramer an diesem 10. Mai 1631 auch als Abwehrwaffe gegen die herandrängende Soldateska von Tilly. Tatsächlich war es so, dass er dieses Buch nahm vom Altar, als die Soldaten unmittelbar vor ihm standen, und er es wohl, so denke ich, zeigen es die Schnittmarken an, er nahm dieses Buch.